Hier stehen wir vor dem Haus der einzigen Vampir-Lady, die wir bisher getroffen haben. So this is where she lives. What a splendid house. Und sie ist doch noch reich. Jackpot. Gehen wir hinein und begrüßen die Dame. Ich bin mir noch unsicher darüber, was ihre Motivation ist, uns zu helfen, dem Pembroke Hospital zu helfen. Aber ich glaube, sie ist vielleicht doch netter, als wir es vielleicht vermuten. Dr. Reed, welcome. Kein Diener? How are you? As so reich sie doch nicht. Be, considering the circumstances. Yes, death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please. Call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Wo fangen wir an? Mary war der mordende Vampir. Reden wir erstmal über unseren Schöpfer. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? Ja, vielleicht weil er immer in irgendeiner komischen, rot wabernden Scheiße auf einer Brücke auftaucht, vier Hörner hat und unsichtbar ist, irgendwie durchsichtig ist. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Okay, nun stelle ich Fragen. Wir müssen ja nicht so viel erzählen. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Ja, sie weicht geschickt aus. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down. But I do so enjoy the aroma. Let us toast and make believe. Solange sie keine Blähungen kriegt. To your health, Jonathan. And to yours, my lady. Okay, da sitzen wir nun und trinken Tee. Ascalon Club. Rede. Please, call me Elizabeth. Oh oh. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club.
Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Sollte ich ihnen vertrauen? Das ist eine gute Frage. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful. But I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Na, anlügen, denke ich, sollten wir sie nicht. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Der Übersetzung stand, er sieht sich als Abkommen, aber sie hat gesagt, er behauptet, er sei der Abkommen. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you. Gerne. Schottland ist cool. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Was ist der Plan? What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Definitiv. Wie kann ich London retten? How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries.
I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. Vampirromanzen fernab von Teenies. Prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Oh. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ich weiß nicht. Einerseits, ja, sie ist nett, freundlich, hilfsbereit. Anfänglich hatten wir Zweifel, die jetzt dann zerschlagen worden sind, aber... Vielleicht. Ich meine, wir haben so viele Fraktionen. Wir haben die Wache von Priven, wir haben eben den Club von Ascalon, wir haben die Skulls, die unter Sean Hampton Unterschlupf gefunden haben. Das sind aber trotzdem alles Fraktionen. Also Wet Boot Boys können wir mal, die Wet Panty Boys können wir mal außer Acht lassen. Und sie könnte auch vielleicht sogar ein Feind sein von dem Club des Ascalons, also dem Ascalon Club. Vielleicht ist sie sogar sehr, sehr viel mächtiger, als wir glauben. Sie weiß viel, sie... Ja. Vielleicht hat sie nur versucht, unser Vertrauen zu gewinnen. Oh Gott, weiß der Geier. Ja, ich bin mal gespannt. So, das brauche ich nicht mehr groß vorlesen. Das ist genau das, was jetzt gerade passiert ist. Wir werden uns jetzt im Ascalon Club vorstellen. Wo kommen wir da hin? Wo müssen wir da hin? So, neuer Dialog wäre verfügbar mit Lady Ashbury. Ich habe jetzt aber genug vom Dialog. Wir gehen jetzt zum Schatten, zum das Schattenkabinett, so, zu dem Teil. Time to visit the Ascalon Club. Mal pro forma haben wir mal unsichtbar gemacht. Gut, ich habe aus Versehen R2 gedrückt, weil ich das bei der Council nutze zum Rennen. It's locked. It's locked. Na super. Du bist ein verdammter Vampir! So. Jetzt echt hier außen rumgehen. Los. Ja, genau deswegen. Wir wollen uns bloß in die Action führen. Die können sich von mir aus unten geben. Ich habe keine Zeit für sowas. Oh, irgendjemand hat mich entdeckt. Ja. Komm zu mir. Ja, noch ein anderer Vampir. Ja, nö, jetzt hast du angefangen, jetzt führen wir das zu Ende. Jo, Pech gehabt. Da warst du zur falschen Zeit an falschen Ort. So, ist das gut? Ja, das ist gut. So, ein Unterschlupf wurde mir angezeigt. Das war hier. 1300 EP. Ich will noch ein bisschen aufsparen, das heißt 3000, glaube ich, brauchen wir für diesen Überspeer. So, irgendwas kotzt da rum. Ja. Verunstalteter, geblendeter Skala auch noch. So, das Ding ist zu.
kann mich nicht schneller bewegen. Es ist jetzt gerade wie so ein geskriptetes Ereignis. That was the vampire I saw earlier. This world takes no prisoners. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Dead Inside. Nimm mich an The Walking Dead. So, hier kommen wir geradeaus durch. Rechts ein Unterschlupf, aber auf den Unterschlupf pfeife ich jetzt erstmal. Ja, der ist tot. Oh, ich glaube, da war noch einer. Ja. Bemerkst du jetzt auch, dass ich einen globalen Cooldown habe? War das vorher auch schon so oder wurde das reingepatcht? Schattenkabinett. Ich freue mich jetzt drauf. Ich bin sehr neugierig auf diesen Ascalon Club. Da vorne. Und yo. Den Ascalon Club geben wir uns in der nächsten Episode. Das könnte, vielleicht ist das ein Händler, ich hoffe es. Ich gucke jetzt noch hier vorher, ob ich hier in den Unterschlupf rein kann. An der Rückseite quasi. Das sieht nicht so aus. Oder? Ist dieses schöne Gebäude unser neuer Unterschlupf? Nö, das Anwesen der Reed-Familie. Der Reed-Familie? Scheint aber trotzdem irgendwie... Okay, das lesen wir noch. Anwesen der Reed-Familie, 8. März 1908. Mein lieber Avery, wie ich Ihnen bereits vor Tagen mitgeteilt habe, muss ich England verlassen. Wenn auch nur für ein paar Monate. Solange ich fort bin und bis mein Sohn nach London zurückkehrt, möchte ich, dass Sie sich gut um unser Haus kümmern. Ich habe bereits die nötigen Arrangements getroffen, um Ihren Lohn zu erhöhen und ihn so lange weiterzuzahlen, wie Sie hier arbeiten. Sie haben mir versprochen, meine geliebte Frau zu beschützen und ihr bestmöglich zu dienen. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Sollte ich nicht wiederkehren, haben einzig und allein Sie mein volles Vertrauen. Ihr innigster Freund, Aubrey Reed. Das ist sein Vater. Das hat sein Vater geschrieben. Und Avery Cork ist unser Diener. Irgendwie. So, da sind wir zu Hause. Jonathan Reed ist wieder zu Hause. Und wir beenden die Episode. In der nächsten Episode begeben wir uns dann zum Ascalon Club. Und werden uns da mal mit den Kollegen dort unterhalten. Lord Redgrave. Zum nächsten Mal.